Sommer, Sonne, Kaktus. Ja, Radio Zittau hat Sommerpause und wir gehen ins neue Sendejahr mit Schwielochsee-Rundfunk. Und wir wollen euch einen Einblick geben vom Campingplatz hier in Zaue. Mein Kollege ist hier mit dabei dieses Jahr und wir möchten euch den Campingplatz von allen verschiedenen Seiten zeigen, von den Ferienhäusern, von den Kinderanimationen, aber auch mal vom See oder vom Strand. Ja, wir sind einfach dabei und wollen euch in einem kleinen Clip alles zusammenstellen, damit ihr das euch angucken könnt. So, und damit geht's los. Station Nummer 1. Ja, wir stehen jetzt hier vorm Naturcampingplatz Ludwig Leichhardt in Zaue und wir möchten uns das Ganze angucken. Hier ist die Einfahrt und dazu kommt natürlich die Rezeption, wo sich alle Urlauber anmelden können und wo auch ein kleiner Einkauf möglich ist für den Campingplatzgebrauch. Und wir schauen jetzt weiter und gehen zum Streichelpark und zum Tierpark mit Kängurus. Station Nummer 2. Wir sind hier vorm Kängurugehege und hier gibt es 3 Kängurus. Seit letztem Jahr gibt es ein Baby mehr, also ein Känguru mehr. Aber daneben gibt es auch noch Kaninchen und auch noch Tiere zum Streicheln. Das ist der Streichelzoo und das Kängurugehege, was besonders für die Kinder auch sehr eine wunderbare Animation ist, wo sie auch mal was sehen können, weil Kängurus sind ja in Deutschland eher seltener da, sondern eher in Australien, also was Besonderes und eine besondere Attraktion auf dem Campingplatz hier in Zaue. So, und jetzt stehen wir vor dem Strand hier in Zaue auf dem Campingplatz am Schwielochsee und schauen hier rechts von mir auf das Schild vom Leichhardt Trail. Denn Ludwig Leichhardt soll jeden Tag 50 Kilometer gewandert sein, circa, bis zu seiner Schule. Denn in Trebatsch, vom Geburtsort von ihm, von seinem Haus, bis nach Cottbus zu seinem Gymnasium waren es circa 50 Kilometer. Die soll er gewandert sein, beziehungsweise gelaufen sein, jeden Tag. Heute kann man das mit Fahrrad oder auch noch zu Fuß meistern. Unterwegs gibt es Pensionen, aber es gibt auch Restaurants, wo man sich wirklich gut den Magen vollhauen kann, wenn man das so sagen möchte. Und hier steht ebenfalls an dem Schild geschrieben, dass Ludwig Leichhardts Vater 9 Kaffeekähne besaß und einer steht jetzt noch nachgebaut hier am Schwielochsee, am Campingplatz in Zaue. Und damit kann man jeden Tag fahren, beziehungsweise dann, wenn es schönes Wetter ist und dann, wenn viele Leute da sind, denn bis auf den Kaffeekahn passen bis zu 50 Leute, die über den See fahren können. Und wir fahren jetzt eine Runde mit. Aber zuvor schauen wir nochmal in die andere Richtung von mir. Denn da haben wir hier ein wunderbares neues Ferienhaus. 5 Sterne, Luxus pur. Und es gibt dort wirklich drin wunderbares Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und wirklich wunderbarer Luxus hier am Schwielochsee mit wunderbarem Blick auf den Strand in Zaue, aber auch auf den See von oben. Und da drin gibt es natürlich auch eine eigene Küche, wo man selbst was zubereiten kann. So, und wie gerade angekündigt, stehen wir jetzt hier vorm Kaffeekahn von Ludwig Leichhardts Vater. Das ist einer von 9 und der fährt jetzt im Sommer hier öfters nachmittags herum über den See mit wunderbaren Gästen, die sich dafür begeistern, aber die auch einfach mal eine Runde machen wollen. Und wie man jetzt hier sieht im Bild und wie man vielleicht auch an meinem T-Shirt sieht, es ist sehr viel Wind hier und deswegen perfekt zum Segeln. Wir machen noch eine kleine Rundreise mit und damit geht's ab aufs Boot.
5-4. Wir schauen einen Blick auf den Strand in Saue am Campingplatz. Der ist heute relativ gut besucht, aber im Sommer ist er eigentlich noch voller, denn viele kommen mit Fahrrad, mit dem Auto oder auch zu Fuß. Und er ist gut benotet worden. Er ist eines der besten Strände in Brandenburg und natürlich auch der beste hier am Schwielochsee rundherum. Es ist nicht weit nach Goyaz oder auch nach Niewich, aber es ist einer der besten. Und darauf sind auch die Leute aus Sau sehr stolz. Und man kann super ankommen, Fahrrad, Auto, zu Fuß oder sonst wie. Aber Hauptsache hier an den Strand in Sau.